Wir befinden uns im Teil 4 der Videoreihe zu Änderungsvorschriften. AO macht bald froh. Und zwar betrachten wir heute im Teil 4 den Antrag auf schlichte Änderung nach § 172 Absatz 1 Nummer 2a der Abgabenordnung. Wenn Sie wissen möchten, warum der Antrag auf schlichte Änderung eigentlich immer nachteiliger im Vergleich zum Einspruchsverfahren ist und man eigentlich das Einspruchsverfahren immer bevorzugen sollte, was es mit dem Antrag auf schlichte Änderung vor sich hat, dann sind Sie genau richtig hier. Mein Name ist Kai Böhmann, ich bin Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer und Steuerberater und freue mich, Sie durchs Video begleiten zu dürfen. Gucken wir uns zunächst den Ausgangssachverhalt oder die Ausgangssituation an. Das war ja die Übersicht aus Teil 1, wo es darum ging, die Änderungsvorschriften mal aus der Adlerperspektive zu betrachten. Und da hatten wir ja hier die Phase, ab der Anträge oder Änderungsvorschriften greifen. Das ist ab dem Moment der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes, des Steuerbescheids. Das Ende ist mit Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist. Im Rahmen dieses Zeitfensters können die Änderungsvorschriften greifen. Und da haben wir ja einen ganzen Instrumentenkasten an Änderungsvorschriften, neben dem außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, wo man innerhalb des ersten Monats ja auch noch Einfluss nehmen kann als Steuerpflichtiger. Daneben gibt es parallel dazu den Paragraph 1 172 Absatz 1 Nummer 2a der Abgabenordnung. Und der rückt heute ins Zentrum der Betrachtung. Und da tauchen wir mal ein. Gehen wir zunächst in den Ausgangssachverhalt ein. Wir haben die selbstständige Fotografin Linda Linse. Der wird ein Einkommensteuerbescheid für das Jahr 01 am 15.03.02 bekannt gegeben. In diesem sind unberechtigterweise Werbungskosten nach § 21 mit einer Auswirkung von minus 5.000 Euro enthalten, die nicht anerkannt worden sind. Der Bescheid enthält keinen 164 AO und keinen 165 AO. Also keine Nebenbestimmung für Vorbehalt der Nachprüfung oder Vorläufigkeit. Jetzt kriegst du den Bescheid und 5 Tage nach Erhalt des Bescheids telefoniert die Linda mit dem für die Veranlagung zuständigen Finanzbeamten und erläutert diesen Aspekt. Bei dieser Erstellung wurde unbestreitbar von der Finanzverwaltung ein Fehler begangen. Und jetzt ist die Frage, was hier gemacht werden kann. Und da wollen wir mal den Paragraph 172 1 Nummer 2a in Betracht ziehen. Eigentlich könnte man in diesem Zusammenhang auch einen Einspruch einlegen. Das wäre auch möglich, wenn man die Zulässigkeitskriterien wie die Form schriftlich, den Monat, also die Frist einhält, die Beschwer etc. etc. Und neben dieser Geschichte gibt es den Antrag auf schlichte Änderung. Den gucken wir uns an. Und die Voraussetzungen stehen ja im 172 selbst drinne. Dazu muss man erst Absatz 1 Satz 1 lesen. Ein Steuerbescheid darf, soweit er nicht vorläufig und unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, nur aufgehoben oder geändert werden. Jetzt gehen wir in die Nummer 2 rein, und zwar A. Wenn er andere Steuern als Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 2021 Zollkodex der Union oder Verbrauchsteuern betrifft. Und jetzt kommt es. Soweit der Steuerpflichtige zustimmt oder seinem Antrag der Sache nach entsprochen wird. Dann geht es weiter nach dem Semikolon. Dies gilt jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen nur, soweit er vor Ablauf der Einspruchsfrist zugestimmt oder den Antrag gestellt hat oder soweit die Finanzbehörde einen Anspruch oder einer Klage abhilft. Das war erstmal die Vorschrift. Die Tatbestandsmerkmale, die da drin stecken, das ist doch erstens, dass man den Paragraph 130, 131 nicht anwenden kann. Weil wenn wir den 130, 131 hätten, hätten wir einen sonstigen Verwaltungsakt. Und im Paragraph 172 1 Nummer 2a befinden wir uns in der Reihe der Änderungsvorschriften für Steuerbescheid. Außerdem darf der 164 und der 165 AO nicht anwendbar sein. Das kann man ja aus dem Gesetz hier oben erlesen, soweit er nicht vorläufig oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist. Weiterhin muss es sich um einen wirksamen Steuerbescheid handelt, also der bekannt gegeben worden ist. Der muss fehlerhaft sein. Alternative könnte es um gleichgestellte Verwaltungsakte gehen. Gleichgestellte Verwaltungsakte wären zum Beispiel der Grundlagenbescheid. Jetzt scheint die Sonne hier rein, aber das macht nichts. Ich ziehe es trotzdem durch. Der Grundlagenbescheid.
Oder auch der Gewerbesteuer-Messbescheid würde hier runterfallen, der als gleichwertig betrachtet werden würde. Dann bedarf es der Zustimmung oder eines Antrags auf Änderung. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Varianten. A, wenn dieser Antrag oder die Zustimmung im Falle der Änderung sich zugunsten auswirkt, dann muss man die Frist beachten, nämlich innerhalb eines Monats seit Bekanntgabe des Steuerbescheids. Ist ungefähr genauso wie die Einkommensteuerfrist für den Einspruch, die ja nach 355 AO auch einen Monat beträgt. Die läuft quasi parallel oder alternativ zu Ungunsten zu jeglichem Zeitpunkt möglich ist. Dann würde ich jetzt mit Ihnen den Fall beantworten wollen, bevor wir in den Vergleich mit dem Einspruch eingehen. Hier war nochmal der Fall mit Linda Linse. Und wenn wir jetzt den Sachverhalt uns angucken, ob da der Antrag auf schlichte Änderung möglich wäre, dann gehen wir mal die einzelnen Sachen durch. Keine Anwendungsmöglichkeit von 130, 131. Nee, die sind ja nicht anzuwenden, weil es geht ja um Einkommensteuerbescheid. Das ist kein sonstiger Verwaltungsakt. 164, 165 Fragezeichen dürfen ja auch nicht betroffen sein im Bescheid. Laut Sachverhalt ist der 165 und der 164 AO nicht enthalten. Enthält weder eine Nebenbestimmung nach 164 oder 65. Also Haken dran, der Part ist erfüllt. Dann muss es ein wirksamer, fehlerhafter Steuerbescheid sein. Ja, einen Steuerbescheid haben wir, die Einkommensteuer. Der ist auch wirksam bekannt gegeben worden. Aus dem Sachverhalt ergibt sich ja nichts Negatives dahingehend. Hier steht ja bekannt gegeben am 15.03. Und von einem negativen Fehler ist ja nicht auszugehen. Dann, genau, und fehlerhaft ist er ja auch, weil das wird hier im Sachverhalt mit dem minus 5.000 Euro ESTG erläutert. Rechtsfolge ist, dieses TBM ist erfüllt. Das mit dem gleichgestellten Verwaltungsakt brauchen wir nicht betrachten. Nächstes TBM, wir brauchen die Notwendigkeit der Zustimmung oder eines Antrags auf Änderung. Wir haben einen telefonischen Antrag, der kann auch formfrei gestellt werden. Daher ist hier telefonisch in Ordnung. Der Sachbearbeiter würde jetzt im Normalfall ein Telefonvermerk machen und das dann hinterlegen. Und weil wir jetzt eine Änderung haben, die sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt, nämlich mit zusätzlichen Werbungskosten und 5.000 Euro Einkommensteuer mindernd, deswegen zugunsten, haben wir einen Monat Zeit, die Frist zu stellen. So, genau. Und wenn man diese Frist mal durchgeht, hier sind wir ja 5 Tage nach Bekanntgabe des Bescheids, ist ja der Antrag, das Telefonat gekommen. Und das ist ja offensichtlich innerhalb dieses einen Monats. Normalerweise würde man jetzt ja diesen Monat bestimmen. Wir haben die Bekanntgabe. Dann würde man nach 108 Absatz 1 Abgabenordnung sagen, die Frist beginnt am Folgetag, am 16.03.02. Dieser 108 Absatz 1, den würde man ja in Verbindung mit 187 Absatz 1 BGB sehen. Gehe ich auch noch mal rein in diese Änderungsvorschriften des BGBs. Machen wir mal auf, BGB. Da haben wir ja sämtliche Änderungsvorschriften hier hinten. Fristbeginn ist der Anfang einer Frist, ein Ereignis oder ein im Laufe des Tages fallender Zeitpunkt maßgebend. Das ist ja bei uns hier die Bekanntgabe. So wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchem das Ereignis fällt. Jetzt gehen wir in den Sachverhalt rein. Bekanntgabe war, ich mache erstmal hier wieder alles weg. Bekanntgabe war ja am 15.03., also der Folgetag, 16.03.02 um 0 Uhr. Da haben wir den Start. Hier würde man jetzt noch den Paragraph 187 Absatz 1 hinzufügen. Dauer ist ein Monat. Das steht ja im 172.1 Nummer 2a direkt drinne. Und Fristende ist nach 108.1 AO in Verbindung mit 188 Absatz 2 grundsätzlich der 15.04.02. Das können wir jetzt hier auch aus dem BGB entnehmen, ein Paragraph weiter. Und zwar der 108.1 BGB schickt uns in den 188 BGB. Und da steht ja im Absatz 2 eine Frist, die nach Monaten berechtigt bestimmt ist.
endigt im Falle des Paragraphen 187 Absatz 1, da waren wir eben gerade drinne, mit Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in dem das Ereignis fällt. So, das Ereignis im Sachverhalt. Ich mache hier dennoch erstmal wieder alles weg. Hier wieder einen Platz freischaufeln. Macht auch ein bisschen Spaß, das Radieren. Das Ereignis war ja am 15.03. Ein Monat später ist der 15.04. Und deswegen endet die Frist grundsätzlich am 15.04.02 um 24 Uhr. Nochmals nach 108.1 AO in Verbindung mit 188.2 BGB. Falls das Fristende am Wochenende wäre oder an irgendeinem Feiertag, hätten wir noch zusätzlich eine Verschiebung nach 108.3 Abgabenordnung auf den nächstmöglichen Werktag. Und weil wir diese Frist auch eingehalten haben, sind jetzt alle vier TBMs erfüllt. Das hatten wir positiv geprüft. Dieses ebenfalls, das auch. Das auch. Nochmals, hier können Sie jetzt noch, mache ich mal so, zack, den 187.1 BGB hinzufügen. Ich bemühe mich beim Schreiben. BGB. Im PDF, was hinterlegt ist, steht das drin. Und jetzt tritt also die Rechtsfolge in Kraft. Dem Antrag auf schlichte Änderung ist zu entsprechen, der ist möglich. Und der Finanzbeamte würde jetzt in der Regel ein Telefonvermerk machen und entsprechend würde dann ein neuer Bescheid erlassen werden, in dem dann diese 5.000 Euro Umsatzsteuerersparnis eine geringere festgesetzte Einkommensteuer entsprechend festgesetzt ist. Und dann würde im Bescheid stehen, dieser Bescheid ist geändert oder ändert den alten Bescheid nach 172.1 Nummer 2a der Abgabenordnung. Abschließend möchten wir noch vergleichen, was ist denn besser, weil das erinnert ja alles ziemlich an den Einspruch. Was ist denn da der Unterschied? Und da können wir jetzt Folgendes aufführen, nämlich erstens die Form. Hier in der Spalte gehen wir auf die schlichte Änderung ein. Hier thematisiere ich dann immer den Einspruch. Der 172.1 Nummer 2a ist formfrei. Demgegenüber haben wir einen Formzwang beim Einspruch, entweder schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift. Bestandskraft im 172.1 Nummer 2a im Antrag auf schlichte Änderung geht es um eine punktuelle Offenheit. Beim Einspruch kommt es zu einer Gesamtaufrollung des Verfahrens. Ist eine Verbösung möglich? Beim 172.1 Nummer 2a nein. Theoretisch beim Einspruch ja, aber beim Einspruch ist es ja so, dass man jetzt dem Steuerpflichtigen rechtliches Gehör geben muss. Das heißt, man würde schildern, lieber Steuerpflichtiger, schriftlich, wenn du deinen Einspruch nicht zurücknimmst, dann müssen wir verbösern. Und dann hat der Steuerpflichtige noch die Möglichkeit, den Einspruch zurückzunehmen. Und das würde man ja de facto machen. Und de facto hätte man dann also auch keine Verbösung in dem Fall. Insofern steht man sich hier gleich. Die Erläuterung, diese muss im Einspruch, in der Einspruchsfrist ausreichend ausgeführt sein. Das heißt, innerhalb der monatlichen Frist muss ich jetzt auch begründen, warum ich den Antrag auf schlichte Änderung haben möchte. Während beim Einspruch es erstmal ausreicht zu sagen, ich reiche Einspruch ein und die Begründung wird nachgereicht. Ist eine ADV möglich? Beim 172.1 Nummer 2a nicht. Beim Einspruch ja. Korrektur weiterer Fehler machbar. Beim 172.1 Nummer 2a, wenn es jetzt einen Antrag zugunsten gäbe und auf der anderen Seite wäre noch irgendeine andere Tatsache oder ein anderer Punkt, der sich zum Nachteil auswirken würde, dann würde der Paragraph 177 gegebenenfalls gegenarbeiten gegen diesen Antrag auf schlichte Änderung. Beim Einspruch haben wir ja eine Gesamtaufrollung des Verfahrens und insofern ist die Korrektur durch die Gesamtaufrollung grundsätzlich möglich. Da haben wir nur eine Limitierung im Rahmen des Änderungsrahmens 351 AO, wenn ein bereits bestandskräftiger Bescheid irgendwie geändert wird und dann nochmal da Einspruch eingelegt wird. Diese Änderung hätte man da als Limitierung. Wann ist der Antrag auf schlichte Änderung fertig? Ja, entweder gibt es einen Änderungsbescheid, weil man zustimmt, oder es ist fertig mit dem Ab mit der Ablehnung der Änderung, was ein eigener Verwaltungsakt wäre. Beim Einspruch wäre es zu Ende entweder mit dem Abhilfebescheid
Oder es gibt eine Einspruchsentscheidung. Das mit der Allgemeinverfügung lasse ich mal außen vor. So, falls der Steuerpflichtige nicht eindeutig formulieren sollte, meint er einen Einspruch oder meint er einen Antrag auf schlichte Änderung, dann müsste man folgendermaßen vorgehen. Zunächst würde man erstmal den Steuerpflichtigen fragen: Lieber Steuerpflichtiger, was meinst du? Meinst du einen Antrag auf schlichte Änderung oder Einspruch? Falls man das nicht rauskriegt, würde man im Normalfall immer einen Einspruch unterstellen. Und der Grund ist einfach, dass der außergerichtliche Rechtsbehelf die Schutzrechte des Steuerpflichtigen umfassender wahrnimmt als der Antrag auf schlichte Änderung. Genau, und 352 AO ist bei Anträgen auf schlichte Änderung analog anzuwenden. So, und das waren die Unterschiede zusammengefasst. Nochmals, der Antrag auf schlichte Änderung ist eine punktuelle Änderungsvorschrift, die parallel statt anstelle eines Einspruchs eingelegt werden kann. Die Voraussetzungen waren ja zunächst, dass ich erstmal einen Steuerbescheid habe, also 130, 131 Euro nicht anwenden kann, dass der Bescheid nicht unter Vorbehalt ist oder vorläufig wäre, in dem Punkt, um den es geht. Zweitens, dass er natürlich wirksam bekannt gegeben ist und dass der Steuerbescheid fehlerhaft ist. Alternativ könnte es auch ein gleichgestellter Verwaltungsakt sein. Dann braucht man dann natürlich noch einen Antrag auf Änderung bzw. die Notwendigkeit der Zustimmung. Und dann war noch viertens, wenn es sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt, hat man eine monatliche Frist, innerhalb der man den Antrag stellen kann, ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids. Falls es zu Ungunsten des Steuerpflichtigen wäre, dann wäre es auch darüber hinaus möglich. So ein Antrag zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ist selten, könnte mal der Fall sein, wenn sich vielleicht ein Bescheid, der vielleicht eine niedrigere Steuer auswirken würde, sich positiv auswirken könnte auf andere Bescheide, vielleicht BAföG etc. Und dann haben wir noch abgeglichen die Unterschiede zwischen Antrag auf schlichte Änderung und Einspruch und hatten den Fall bearbeitet mit der Frau Linda Linse, wo wir ja positiv entschieden hatten, dass der Antrag auf schlichte Änderung ausgeführt werden kann, weil die Voraussetzungen erfüllt waren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken Sie es gern, abonnieren Sie gern den Kanal. Es folgen ja noch weitere Videos auf diesem Kanal, nämlich zu den Themen Teil 5, 172.1 Nummer 2 Dora bis ganz unten 177. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.